Ich möchte mich hier erstmal weiter in der Welt umgucken. Erstmal die schönen Seiten genießen. Bevor ihr... Sind wir hier doch schon im anderen Abteil? Das wollte ich noch gar nicht. Hallo, Spiel. So haben wir aber nicht gerechnet. Na, Digga. Wir gucken uns hier noch nicht um. Nein, nein, das sehe ich gar nicht ein. Ich habe meinen Plan. Irgendwie. Aber auf jeden Fall möchte ich hier noch nicht reingucken. Zumindest noch nicht. Gleich bestimmt. Achso, das war nicht hier. Das war nicht das Tauschfass. Das Tauschfass war... dort auf der anderen Seite. Da müssen wir auch noch reingucken. Aha, Tiny soll hier was machen. Okay. Was haben wir denn hier für einen Abschnitt? Ach, der. Das hier ist übrigens auch ein Abschnitt, so in der Art, im Multiplayer, den es hier dann auch gibt. Aber wir gucken natürlich weiter. Ich will dann zum Tauschfass. Das war doch hier, oder nicht? Nö. Dann, Hilfe. Okay. Komme ich von hier aus darauf? Ich glaube nicht, oder? Obwohl, ja doch, kann man schaffen. Kann man schaffen. Ich habe keine Ahnung, womit das hinbringt, aber kann man schaffen. Yeah. Tschönke. Hüpf und hüpf und hüpf. Tschönke. Alles kein Problem. Schaffen wir. Ich weiß zwar nicht, warum wir das schaffen, aber wir schaffen das. Irgendwas muss es da ja geben. Ich mag die Musik, die ist echt schön. Hä? Warum soll ich das hier machen? Ich verstehe den Sinn noch nicht so ganz, aber okay. Der wird sich mir bestimmt irgendwann noch erklären. Aktuell leider nicht. Ich dachte gerade, der Apfelkumpel ist weg. Das wäre es ja noch gewesen. Hier war das. Danke. Dankeschön. Ich wollte nämlich jetzt mit Diddy mal versuchen. War das hier? Nein, das war nur der Fake. Der Fake-Pilz. Ach ja, genau. Die Banane erstmal. Hui. Und dann... Orientierung, wo bist du? Da bist du. Hier rauf. Ich weiß nicht warum, aber ich soll hier hoch. Hä, warum kann ich hier fliegen? Warum zur Hölle kann ich hier hochfliegen? Wahrscheinlich kommt man da irgendwie noch rein. Irgendwann. Eventuell. Da kommt Lanky rauf. Da ist auch nichts weiter. Ich fühle mich verarscht vom Spiel. Aber okay. Das ist dann wohl alles zu gegebener Zeit. Na gut, dann gehen wir jetzt endlich mal da durch. Aber dafür nehmen wir Donkey. Ich möchte schon die Bananen dann haben. Was wir haben, das haben wir. Dankeschön. Yay. Yeah. Donkey Kong. Dum-dum-dum. Ich warte noch auf einen Abschnitt, den wir hier noch nicht gesehen haben. Dort werden uns nämlich auch ganz tolle Möglichkeiten eröffnet. Und ich finde den Abschnitt auch... echt schön, der ist so herbstlich mehr gestaltet. Hi. Bye. So, was können wir denn hier erledigen? Wir können hier mal reingucken. Ach, da ist Snide. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und Bananen für Diddy. Die nehmen wir gleich mal. Nein. So, schon besser. Sehr schön. Und wieder zu Donkey wechseln.
Ich würde gerne als Donkey mich hier erstmal umsehen. Wahrscheinlich ist das total der Fehler. Und wir brauchen hier ganz andere. Oh, guck mal da, ein schöner Pilz. Fick dich. Ich weiß genau, wer du bist, Mann. Und boom, aus der Entfernung. Hier haben wir wieder ein Wechselfass. Aha. Hat sie doch schon gelohnt, als Donkey hier durch die Gegend zu laufen. Hallo? Hallo, Mr. Ballon. Dankeschön. Noch kein rotes Fass, beziehungsweise keine rote Munition gesehen. Und hier können wir zu Diddy wechseln. Okay, ich verstehe schon. Ich soll da nicht mit Donkey hoch. Ich verstehe es, Spiel. Tauschfässer sind ja an allen Ecken. Finde ich nicht schlecht. Lieber zu viel als zu wenig. So, Diddy. Einmal hier die Banane geholt. Diddy kann schön hochspringen. Das ist ganz cool. Und dann... Okay. Mit Chunky hätten wir das Level beenden müssen. Dankeschön. Also bei Nacht müssen wir hier nochmal wieder herkommen. Das wird toll, das alles hin und her zu wechseln andauernd. Zwischen Tag und Nacht und Nacht und Tag. Ich freue mich jetzt schon. Nicht. Wir gucken uns erstmal natürlich am Tag hier um. Erstmal schauen, was uns hier für Möglichkeiten so gegeben sind. Noch ein Tauschfass. Diese Dinger sind hier echt überall. Da sind wir vorhin rausgekommen, ne? Nach dem Minispiel mit Chunky. Ich finde schön, wie das Geräusch seine eigenen Geräusche hat. Hier gibt es lila Bananen unter Wasser. Für Tiny, okay. Alles für Tiny. Uah. Das geht nur bei Nacht. Kommen wir da hoch? Da kommen wir hoch. Da haben wir eine Wand zum Durchbrechen für Chunky. Uiuiui. Das ist die 1 und das ist für Lanky. Okay. Und gehen wir mal hier rein und gucken uns um, was da so zu finden ist. Schalter für Donkey. Da ist eine Banane. Was haben wir hier? Ein Tauschfass? Ein Tauschfass, okay. Uiuiuiuiui. Hier ist noch viel zu tun. Da ist noch was für Tiny. Ach du Schande. Okay. Wir gucken mal. Erstmal wechseln wir jetzt zu Chunky. Der kann uns dann nämlich hier einmal das Tor aufmachen. Kann er uns nicht? Na gut. Dann kann er uns aber hier zumindest das Ding... Hallo? Das Ding öffnen. Ah. Schalter für Donkey Kong. Okay. Alles gut. Alles cool. Ich habe alles unter Kontrolle. Huiuiuiui. Donkey. Jetzt bist du dran. Das ist dein Schalter. Du kannst den gerne aktivieren. So. Bumm. Aktivieren! Okay, wir können die Schalter, die blauen Schalter noch nicht aktivieren. Ich verstehe. Jetzt aber die Frage noch. Wohin soll Tiny hier? Weil hier ist nichts. Hier ist absolut gar nichts. Ah, da kann sie rein. Okay. Dann machen wir zumindest mit Tiny hier was. So viel zu tun. Uiuiui. Tiny, bitte einmal. Einmal klein machen, bitte, Frau Tiny. Hopp und hopp und hopp und hoch da. Dankeschön.
Hui. Oh, 8 nur noch. Das ist nicht viel. Das reicht hoffentlich. Wenn wir uns beeilen, reicht's. So. Rein da. Sehr schön. Die drinnen sind wieder groß. Ah, das ist die Zielsucher-Munition. Genau. Sehr schön. Haben wir die auch schon mal gefunden. Was haben wir hier? Spinnenweben. Die sind bei Nacht weg. Okay, also müssen wir definitiv nochmal rein. Nicht jetzt, aber zu späterer Stunde. Hier können wir uns klein machen. Hier sind auch noch so Kisten, aber die kann Tiny ja nicht kaputt machen. Nope. Das heißt, wir müssen auch mit Chunky hier rein. Ah, das ist wahrscheinlich der Weg. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Wir hatten doch hier draußen diesen Käfig drumherum um diesen Eingang. Und ich denke mal, dass das dann dieser Käfig ist. Okay, dann können wir hier soweit erstmal gar nichts machen. Schade. Sehr, sehr schade. Aber wir haben wenigstens schon mal reingeschaut. So, dann wieder ganz schnell raus. Und dann möchte ich gerne nochmal erst Chunky nehmen und dann nochmal Lanky. Uiuiui, dieses Hin- und Hergewechsel. Gerade am Anfang eines Levels ist das immer sehr viel überlegen, sehr viel rumgucken. Aber das habt ihr, glaube ich, schon festgestellt. Genau, hier würde ich gerne nochmal gucken, was passiert, wenn wir denn hier einmal gegenhauen. So, was haben wir denn hier? Ah, okay. Das hat sich aber schnell erledigt. Okay. Das hat sich sehr schnell erledigt, wie wir hier reinkommen. Hier haben wir noch was. Bumm. Nicht? Dann eher... Bumm. Ah. Huch. Damit kommen wir also raus mit Tiny. Okay. Und hier eine chunkische Melodie. Was passiert jetzt auf der Welt? Das Zahn, nicht das Zahnrad, das Wasserrad dreht sich. Und damit... Aha, dreht sich auch... dieses Rad. Ich weiß noch nicht, wie das alles so zusammenhängt und was uns das bringt. Bin ich ganz ehrlich. Aber vielleicht erfahren wir das ja jetzt gleich sogar. Wir gucken mal. Wir gucken nochmal in den Eingang, wo wir eben gerade waren. Dieser Regen, wenn der nicht wäre, dann wäre das ja alles noch schöner. Also, das Ding dreht sich hier. Wenn ich jetzt den hier nehme, sage ich, stelle mich darauf. Hallo? Mr. Chunky? Hm, okay. Das war so nicht gedacht, aber okay. Vorsichtig, Kumpel, ich habe Zielsucher Munition. Aua. Komm her. Ich finde dich. Penner. Okay, also es muss sich noch mehr bewegen. Hier wahrscheinlich dann bei Nacht. Aktuell können wir hier nichts mehr weitermachen. Da wir keinen blauen Schalter aktivieren können. Das ist ärgerlich. Moment. Ich würde gerne noch zu Mr. Chunky wechseln. Nicht Chunky, Lanky. So, einmal Münzen eingesammelt. Und dann konnten wir uns hier noch hochpupsen. Wenn man das mal so sagen darf. So. Was können wir jetzt hier oben machen? Außer uns Bananen holen? Anscheinend gar nichts. Oder kommen wir da irgendwie hoch?
Ich glaube nicht. Oh, hier ist noch... Ah, ich verstehe. Bei Nacht. Bei Nacht können wir hier deutlich mehr machen. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist... diese Welt ist mehr auf Nacht als auf Tag ausgelegt, was mich ein bisschen traurig macht. Weil mir die bei Tag sehr gut gefällt. Hier können wir mit Chunky auch noch hoch, damit wir dann da hochkommen. Sehr schön. Aua. Dann halt nicht. Hier, hüpp. So. Also nochmal hier rauf und dann so. Und wieder ein blöder blauer Schalter, den wir nicht aktivieren können. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Da hinten war Snide. Okay. Ich komme hier nicht mehr hoch. Dort da hinten. Okay. Oh, Bananen. Ach. Ah, das Lila sieht unter Wasser so blau aus. Hier drinnen gibt es erstmal nichts für uns bei Nacht dann. Okay. Dann haben wir hier alles gemacht. Erstmal vorläufig. Das heißt, ich schnappe wieder Donkey Kong und gehe zurück aus dem Weg, Digga. Und gehe zurück in den Eingangsbereich, um dann durch die lilane Tür zu gehen. Ach Mist, hier hätten wir noch Bananen holen können. Verdammt. Beim nächsten Mal. So. Erstmal mit... Aua, ah, au, ah, Penner. So, hier, 1, 2, 3, 4, 5 gelbe Bananen. Ein schöner Pilz. Verpiss dich. So, gelb haben wir auch gefunden. Hey. Die könnten wir definitiv mal wieder gebrauchen. Nehme ich gerne mit diesmal. Mehr Bananen für... Ah, für Lanky. Und da geht's dann zu dem Bereich, den ich gesucht habe. Den muss Lanky uns freischeißen. Freischeißen? Freischießen. Nicht freischeißen. Freischeißen wäre ein bisschen ekelhaft. Warte, guck euch erstmal auf den Boden. Jetzt kommst du weiter. Ich gehe da nicht weiter drauf ein. Das habe ich schon genug getan gerade. Da oben ist unser alter Monkey die Affi. Und was haben wir hier oben noch? Nix. Ah, tausch was. Okay. Ich möchte jetzt aber erstmal dahin, denn ich bin der Hoffnung, dass wir jetzt lernen können, die blauen Schalter zu betätigen. Bitte, bitte. Was geht ab? Du hast 20 Bananenmedaillen. Sind die echt? Die hast du bestimmt gefälscht. Meine Überraschung. Nun, ich habe hier ein kleines Spiel für dich. Auf meinem Computer. Du brauchst 5000 Punkte für die Chance auf eine Rareware-Münze. Aber die packst du so leicht nicht. Ja, wir probieren es jetzt einmal, weil wir gerade da sind. Aber ich hatte mir eigentlich anderes erhofft. Schade. Warum können wir die blauen Schalter nicht aktivieren? Ärgerlich. Du Penner... Oh, du Penner. Oh, du Penner. Oh, du Penner. Oh, du Penneriger. Oh, Barry. Oh, nein. Hass. Wo ist der nächste Kanister da? Dankeschön. Oh, bisschen Punkte. Dieses Fuel. Huiuiui. Okay, höher, höher, höher. Okay, und ablegen. Und Dankeschön. Und nimm dir das. Und da durch. Schade. Nein. Oh, 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 oh. Du, du Penner, du Penner. Du Sackgesicht. Oh, Baby. Okay. Punkte holen und weg da. Ui, das war knapp. Wenn wir gerade da sind, können wir es wenigstens einmal probieren, auch wenn das natürlich nichts wird, weil man 3 Millionen Level schaffen muss wahrscheinlich. Auch wenn es ja wirklich nur Fuel sammeln ist. Das war es ja dann schon. Oh, aber die Dinger sind irgendwie...
ekelhafter als die in dem Level davor. Ich weiß nicht, ich komme mit denen nicht klar. Nein. Da hat sich schon wieder erledigt. Na danke. Na, wenn's ernst wird, zeigt dich der wahre Verlierer. Noch ein Versuch? Nope. Ah, dein Glückstag, Donkey. Keine Ahnung, wie das gelungen ist, aber es reicht für den nächsten Trank. Sehr schön. Ja, bitte. Super Primatenpower. Extra Kraftus Primaticus. Sag mir einfach, dass ich blaue Schalter aktivieren darf. Hörst du überhaupt zu, Donkey? Du und deine schäbigen Freunde können jetzt alle blauen Schalter aktivieren. Mehr gibt's nicht. Bis zum nächsten Mal. Okay, sehr schön. Wir können die blauen Schalter aktivieren. Das bringt uns definitiv vorwärts. Also die Frage, bleiben wir kurz. Ich gehe jetzt in das andere nochmal rein. Wir wissen, was da passiert. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Der Weg ist ja nicht so weit. War hier oben der Schalter? Nein. Dum, dum. Abkürzung. Wo war denn jetzt die 5? War nicht hier oben? Ah. Mist, die haben wir doch nicht. Ich wollte es versuchen. Tschüss. Die sind aber auch schlecht. Die kommen raus und man kann die sofort töten. Gut. Wer es mit sich machen lässt. Nicht da lang. Einmal rüber wieder. Das ist die 1. Da müssen wir noch mit Lanky was holen. Hui. Au. Dieses Timing war super. Ach ja, schön. Ich mag die Welt. Ich bin hier definitiv lieber als in der Wasserwelt davor. Ich hab... Ey, das dreht sich gar nicht mehr. Blödes Wasserrad. Ich habe definitiv mehr meinen Spaß als in der Welt davor. Jetzt in der Welt davor. Donkey, hör auf zu stöhnen. Das erregt nur die Zuschauer.